Schriftrolle mit den einen bequatschen. In der Theorie. Oder auch nicht, das ist nicht das. Aber wir müssen erstmal hier rein, das ist erstmal viel wichtiger, dass wir das erstmal erledigen. Ja, ja, immer diese Reisenden. Ein Jahr jetzt, ein anderen Jahr, hier hast du meine Axt. Mögen die Götter über... Hat er das? Der Mann ist ganz schön hartnäckig. Das muss man ihm lassen. Wow. Es ist wohl an der Zeit, dass ich ihm eine Antwort gebe. Boah, ey. Moventus, was haltet ihr von der ganzen Angelegenheit? Falls Ulfric Weißlauf angreifen sollte. Wie bei allem ist auch hier Vorsicht geboten, mein Herr. Wir sollten abwarten und sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Die Beute wartet. Ich sehe das genauso wie Irile. Es ist an der Zeit zu handeln. Okay. Ihr plant nach Windhelm zu marschieren. Ich bin kein Dummkopf, Proventus. Es ist an der Zeit, Ulfric herauszufordern. Er soll sich mir wie ein Mann zeigen oder seine Sturmmäntel gegen die Tore stürmen lassen. Er wird nichts dergleichen tun. Meine Güte. Ein Dolch im Rücken ist alles, was ihr euch erhoffen könnt. Er war Torek gegenüber sehr direkt. Torek? Er ging einfach auf den Jungen zu und brachte ihn um. Dieser Junge war der Großkönig von Himmelsrand. Ich bin vielleicht nicht der Großkönig. Ja, ich muss abwarten hier, bis die mal fertig werden. Ich bin auch kein Junge mehr. Wenn Ulfric meine Herrschaft anfechten will nach alter Tradition, dann soll er das doch. Obwohl ich vermute, dass er wohl lieber seine Sturmmäntel schickt, um das für ihn zu erledigen. Ja, er hat bereits seine eigene Stärke unter Beweis gestellt. Nun ist seine Armee dran. Könntet ihr dann wenigstens General Tullius' Anliegen prüfen? Ich meine, wenn ihr Jarl Ulfric unbedingt beleidigen wollt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Beleidigung geht von Ulfric aus. Aber Proventus hat recht. Für Ulfric ist es klar. Wer sich seinem Anspruch widersetzt, steht auf der Seite des Kaiserreichs. Und was ist so falsch daran, statt der eigenen Leute ein paar Soldaten in den Tod zu schicken? Es erscheint feige. War es denn feige, das Weißgold-Konkordat anzunehmen? Kommt ihr mir schon wieder damit? Das war etwas anderes. Wir können quatschen, ey. Den Bestimmungen des Vertrages denn widersprechen können? Nein. Die Jarl wurden nicht gefragt. Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Goldtruhen haben auch nicht geschadet. Verdammt nochmal, hier geht es nicht um Gold. Es ist Zeit für eine Entscheidung. Fürst, haltet ein. Wir sollten prüfen, ob Ulfric es ernst meint. Oh, er meint es ernst. Aber das tue ich auch. Wenn diese Rebellen denken, also, sie uns fertig was machen, diese dann Axt werden sie sich angeht. Ihr könnt diese Axt wieder zu unserem Freund bringen. Der geschätzte Jarl von Windhelm hat meine Antwort. Sorgt dafür, dass er sie auch erhält. Proventus, bringt mir die Schreibfeder und das gute Pergament. Sollen wir einen Brief aufsetzen, Fürst? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie kleine Kinder. Erstmal schön mit Waffen entgegenwerfen, anstatt einmal mich, sich vernünftig sozial zu verhalten. Wie kleine, ungezogene Göhren. So, Palast der Könige. Können wir mal da hinreißen. Mal gucken, was uns jetzt wieder von der Antwort erwartet. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht permanent den Boten für dich spielen, weil sonst ich hier einen Postboten raussuchen. Die werden zum Esel dafür bezahlt. Lasst mich raten, jemand hat euch eure... Nein, mich hat man nicht bestohlen. So. Wo ist er denn? Chalmarsch einnehmen. Ich bin nicht sicher, warum Tullius seine... Dann habe ich mich in ihm getäuscht. Ihr hattet recht, Galmar. Schon wieder? Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Gebt den Befehl, mein Gebieter. Und Weißlauf gehört euch. Weißlauf ist nur ein Mittel zum Zweck.
Ich habe unser Lager inspiziert. Wir sind bereit, Ulfric. Wann immer ihr seid. Wird je ein Mann bereit sein, den Befehl zu geben, der den Tod so vieler nach sich ziehen wird? Nein. Und nicht jeder Mann vermag, diesen Befehl zu geben, wenn er es muss. Doch ihr seid dieser Mann, Ulfric. Ihr wart es einst und ihr werdet es wieder sein. Und diese Männer und Frauen, sie nennen sich Sturmmäntel, weil sie an euch glauben. Sie sind der gemeinste, zäheste und härteste Haufen, den Himmelsrand je gesehen hat. Und sie sind bereit. Sie sind so sehr bereit wie ihr, wenn nicht noch mehr. Cool, seid ihr jetzt mal fertig und muss ich jetzt die ganze Zeit diese Gespräche mithören. Die Armee von Weißlauf wird zweifellos von kaiserlichen Soldaten verstärkt. Und die Mauern um Weißlauf mögen alt sein, aber sie halten. Wir sind bereit. Ich selbst mag ja alt sein, aber ich würde diese verdammten Mauern mit bloßen Füßen eintreten, wenn ihr mir nur den Befehl dazu geben würdet. Ha, und das würdet ihr auch fertig bringen. Also gut. Es ist soweit. Ja! Da freut sich aber jemand. Ein neuer Tag bricht an. Und die Sonne geht über Weißlauf auf. Jawohl. Und die Söhne von Himmelsrand werden diesen neuen Tag mit gebleckten Zähnen und blitzenden Schwertern begrüßen. Es geht also los. Eilt zu unserem Lager in Weißlauf. Ich brauche euch an vorderster Front. Okay. Ich habe so eine Ahnung, was euch betrifft. Euer Platz ist auf diesem Schlachtfeld. Ich brauche euch dort. Okay, mach mal so. Kämpft gut oder sterbt gut. Talos sei mit euch. Super. Okay, begannen, ja. Dann wollen wir doch mal, oder? Wir müssen jetzt erstmal hier raus. Und jetzt wird gekämpft. Aber erstmal muss ich... Ach, verstehe dich ja. Geht ja gar nicht. Geht gar nicht. So, ich muss jetzt kämpfen. Ich muss Menschen umbringen. Wohin? Okay. Lass uns mal reisen. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. So, bei Sky muss ich mal gucken, weil das muss ich irgendwann mal wieder hochladen. Ah, es hat 3 Tage die Woche. Dienstag, Donnerstag und Samstag. Okay. Jetzt geht es ums ganze Männer. Sie sagen, unsere Sache sei unrecht. Jo. Aber nein. Und wir sind nur so weit gekommen, weil unsere Sache gerecht ist. Weil wir vereint kämpfen. Und weil unsere Herzen von... So. Machst du gerne den Monster auf? Okay. Wo muss ich hin? Also ich muss da hinrennen. Okay. Also ich renne euch mal hinterher. Beziehungsweise ich renne euch mal vor. Denn ihr seid ja alle irgendwie so langsam. Wir sind aus dem Krieg hier. Schlacht ist gewonnen, aber der Krieg noch lange nicht. So. Dann macht mal hier. Komme ich da irgendwie anderweitig hoch? Ich speichere jetzt mal ab, bevor ich meine eigenen Leute angreife. Da hinten sind noch welche.